Hallo, Rockstar Games hat uns gestern wieder mit einer neuen Ankündigung beglückt, und zwar dieses Mal zum diesjährigen Winter-Update für GTA Online. Und in diesem Update wird es um Autos gehen. Wer hätte das für möglich gehalten in einem Spiel, das Grand Theft Auto heißt? Und trotzdem war ich irgendwie doch ein wenig entgeistert, weil mir das schon wieder sämtliche Motivation auf vernünftigen Content in GTA Online genommen hat. So ein Pech aber auch. Aber wollen wir mal den Tag nicht vor dem Abend schlecht reden? Denn sie haben ja hier groß rausposaunt, dass wieder für jeden etwas dabei sein soll. Also gucken wir uns mal an, was dieses Update so umfasst. Und dann könnt ihr am Ende beurteilen, ob euch das auch enttäuscht oder ob ihr euch da, sagen wir mal, begeistern lasst. Auf jeden Fall kommt eine Änderung, mit der ich im Leben nicht mehr gerechnet habe. Und zwar werden in der Next-Gen-Version von GTA Online jetzt in Zukunft Tiere rumrennen. Das heißt, die ganzen Tierschutzorganisationen müssen wieder ganz stark sein, denn ganz viele Tiere werden natürlich durch Spieler überfahren werden. Wir wissen ja, wie die GTA Online-Community so drauf ist. Wenn die neuen Tiere da sind, dann werden die neuen Tiere leiden. Gut, und dann gibt es ein neues Business, und zwar eine Schrottgarage, die ihr da eben auch kurz sehen konntet. Und die wird von einem bekannten NPC aus GTA 4 als Fassade für seinen Autohandel genutzt. Und zwar Yusuf Amir. Und seinen anderen Limettenkollegen Jamal nimmt er auch noch mit. Die beiden werden uns auf jeden Fall sehr bereichern, denn man kann mit diesem neuen Business, wie das bei einem Business in GTA so ist, natürlich auch Geld verdienen. Und das funktioniert auf zwei verschiedene Art und Weisen. Man kann entweder die Autos, die Yusuf für seine Sammlung haben möchte, an ihn verkaufen, oder man kann allerlei getunte Autos, die man so geklaut hat, ausschlachten und dann die Einzelteile verkaufen. Anders als bei Import-Export und diesem anderen irrelevanten Ding, was sowieso keiner nutzt, wo man halt die ganzen Autos verkauft, verkaufen wir hier also Auto-Einzelteile. Und das ist dann auch schon der größte Unterschied zu den Autoverkaufsbusinesses, die wir bisher so haben. Auf den ersten Blick klingt das jetzt erstmal nicht so furchtbar innovativ. Da muss ich leider ehrlich sagen, dass mich das nicht vom Hocker haut. Ich werde es aber natürlich trotzdem spielen, wenn es erscheint. Und dann werde ich meine qualifizierte Meinung zum Gameplay abgeben. Und ja, der Panzer da unten, um mal kurz was zum Gameplay zu sagen, ist anscheinend dauerhaft passiv verglitscht, aber er kann trotzdem schießen. Aber er macht an Spielern keinen Schaden. Er nervt also nur die ganze Zeit. Das ist wohl ein sogenannter Ghost Glitch, habe ich mir sagen lassen. Aber ich hoffe, dass dann genau sowas auch beim nächsten Update wieder gefixt wird. Also zumindest darauf kann man noch hoffen. Wobei man natürlich vielleicht auch noch darauf hoffen kann, dass sich dann dieser neue Autoverkauf wenigstens finanziell lohnt und dass vielleicht das Gameplay nicht ganz öde wird. Sie sprechen da ja immerhin von Überfällen und die Überfälle kennen wir ja einerseits als heiß und andererseits als diese Mini-Überfälle von der Tuning-Garage, die dann wiederum nicht so spektakulär sind. Vielleicht ist das so ein Zwischending, vielleicht geht es aber auch wieder mehr in Richtung der Tuning-Garage. Was ihr da gerade sehen könnt, sind die Driftrennen. Die sind auch neu. Und mit denen verbunden bekommen Autos ein neues Tuning-Upgrade, und zwar eins zum Driften, sodass sie dann eine Driftsteuerung haben und sich sehr viel leichter und besser driften lassen. Ich denke, das wird vielen Leuten gefallen, weil das halt auch wieder was ist, was tendenziell cool ist, wenn man Bock auf Autos hat in GTA. Und da gibt es genug Leute, die Bock auf Autos haben. Und da sehe ich halt auch noch einen gewissen Appeal, weil das halt auch in den freien Modus kommt, dass man damit vielleicht das ein oder andere Coole im freien Modus machen kann. Aber insgesamt, zumindest die Driftrennen, sind halt wieder was, was mich nicht so furchtbar interessiert. Die Leute, die Interesse an Autos haben, werden das wahrscheinlich dann viel cooler finden als ich. Was meine persönliche Einstellung zu den ganzen Autos in GTA Online ist, wissen die meisten inzwischen ja mittlerweile. Ich spreche da ja immer gerne von den Ranzkarren, weil die ganzen Autos alle völlig ersetzbar sind und die im Endeffekt glorifizierte Reskins voneinander sind, die sich nicht groß unterscheiden. Und in diesem Punkt muss ich Rockstar mit diesem Drift-Tuning wenigstens ein bisschen Credit geben, weil das halt eine Möglichkeit ist, die Autos bedeutend anders zu tunen und da vielleicht noch einen eigenen Charakter aus dem jeweiligen Auto rauszuholen, sodass dann dieses Auto halt sich von den anderen Autos schon signifikant unterscheidet. Und das ist ja das, was das Tuning eigentlich auch ausmachen sollte, dass es doch ein bisschen mehr ist als einfach nur immer wieder ein glorifizierter Reskin vom selben Scheiß, immer wieder an recht ähnlichen Karren. Vielleicht erwarte ich hier von diesem ganzen Spaß mit dem Drift-Tuning auch einfach zu viel und das ist dann etwas, was wieder maximal faul umgesetzt ist und was dann einfach nur genauso ähnlich, wie es jetzt halt auch schon möglich ist, die Haftung der Karre ein wenig reduziert und nicht wirklich ein ganz anderes Handling in das Auto reinbringt. Aber man darf gespannt sein, wie es dann ausfällt. Es hat auf jeden Fall das Potenzial, etwas zu werden,
was die ganzen Leute, die Spaß an Autos haben, dann richtig geil finden werden. Im Großen und Ganzen war es das dann aber auch schon wieder mit dem neuen Content. Da bin ich, ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund, dass für alle was dabei sein soll, ein wenig enttäuscht. Keine neue Waffe, kein neues bewaffnetes Fahrzeug, ein paar neue Autos gibt's. Hier gibt's ein tolles Bild mit Drive-By, was ihr euch noch angucken könnt. Und ansonsten gibt's halt nur noch ein paar kleine Quality-of-Life-Verbesserungen. Es gibt zum Beispiel dann eine Prämie, dass wenn der GTA-Charakter Geburtstag hat, also an dem Tag, an dem man angefangen hat, GTA Online zu spielen, dass man dann ein Geschenk bekommt jedes Jahr. Das haben wir uns auch alle gewünscht. Und außerdem gibt es ein paar neue Funktionen auf der Old-Gen-Version von GTA, also der PS4-Version, die die PS5-Version bereits hat, die sie aber auch auf der PS4-Version zum Laufen gebracht haben. Da werden sich sicherlich all die Leute, die noch auf der Old-Gen-Version von GTA Online hängen geblieben sind, richtig freuen. Ganz bestimmt. Ganz besonders, weil die Old-Gen-Version von GTA Online auf PS4 ja auch allgemein dafür bekannt ist, dass sie von der Performance und allem so super gut spielbar ist, nicht wahr? Und weil die so wunderbar rund läuft, ist es dann auf jeden Fall auch eine gute Idee, auf Gedeih und Verderb da noch weitere Features reinzupressen. Denn das wird bestimmt dafür sorgen, dass es dann noch runder läuft. Mir persönlich wäre ja ein Performance-Update für die Old-Gen-Version lieber gewesen. Aber ihr werdet schon wissen, warum die bei Rockstar das so machen, wie sie das machen. Aber machen wir uns nichts vor, was die Performance angeht, ist die PS5-Version ja auch nicht so viel besser. Zwar hat man hier flüssige 60 FPS, aber man könnte sich einerseits noch mehr erhoffen und andererseits ist gerade im Bereich Renderdistanz das immer noch sehr enttäuschend. Da würde ich mir mal lieber ein Update wünschen. Die einzige Sache, die vielleicht noch was Gutes werden könnte, ist, dass sie noch ein Update für den Job-Editor bringen wollen. Ich hoffe natürlich seit Jahren darauf, dass endlich die Cayo Perico-Insel in den Job-Editor kommt, aber ich gehe stark davon aus, dass das wieder nicht sein wird und dass stattdessen das einfach dann Funktionen für die Erstellung von Driftrennen sein werden. Bevor jetzt alle aber total traurig und entgeistert wegen den schlechten Neuigkeiten zum Winter-Update, weil es wahrscheinlich nicht besonders gut wird, sind, muss ich sagen, dass wir im Dezember ja sowieso noch eine Sache in Bezug auf GTA vor uns haben, die dann wahrscheinlich sehr viel erfreulicher wird, und das ist, dass Rockstar Games ja auch schon vor ein paar Wochen angekündigt hat, dass wir im Dezember endlich den ersten Trailer für GTA 6 zu Gesicht bekommen. Die meisten werden es ja schon mitbekommen haben und da freue ich mich persönlich auch noch sehr drauf. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass uns da ein vernünftiger und substanzieller Trailer erwartet, der dann auch ein wenig Innovation zeigt, nachdem man uns ja quasi über Jahre mit GTA 5 hat hängen lassen. Und weil sie das so groß angekündigt haben, wird das sicherlich mehr sein als nur ein dämlicher Teaser. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir dann sogar endlich ein Release-Date für GTA 6. Das wäre auch sehr wünschenswert, auch wenn das sicherlich noch ein paar Jahre auf sich warten lässt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.